Offensichtlich hat euch meine Geschichte nicht beeindruckt. Und dennoch wollt ihr mehr? Vielleicht würdet ihr mich nicht mit dem Leichnam meines Beraters necken, wenn ich meine Worte sorgfältiger gewählt hätte. Andererseits war Reue für meine Mutter nahezu Routine. Mit der Zeit wurde ihre Verantwortung immer größer. Ohne die Unterstützung ihres neuen Mannes hätte sie Schwierigkeiten gehabt, sich an ihre neu gewonnene Freiheit anzupassen. Schon bald erwies sich das Vertrauen, das David ihr einflößte, als entscheidend. Der Herrscher von Schirwan, einem georgischen Protektorat, bat sie um Hilfe in seinem Kampf um die Stadt Shamkor, die gerade an eine turkmenische Armee gefallen war. Obwohl Tamar mit ihrem muslimischen Vasallen nur wenig vertraut war, wusste sie, dass kaum Zeit für detaillierte Planungen blieb. Sie würde entschlossen handeln müssen, solange sie noch einen Verbündeten zu beschützen hatte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Age of Empires 2, der dritten Mission von Tamar. Wunderbar. Besiegen Sie die Turkmenen. Alter Schwede. Also ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie hat Tamar echt riesige Karten. Also auch vom Aufbau her, wir fangen irgendwie nie mit wenig an, immer mit einer ganzen Festung so. Naja, besiegen Sie die Turkmenen, machen wir. Nebenziele befreien Sie Shamkir für Schirwan, indem Sie die drei Flaggen in der Stadt einnehmen. Okay. Also die Shamkir sollen wir befreien, die hier nicht stehen. Da steht nur Shamkor, Countryside und Garrisons. Schön auch auf Englisch. Perfekt. Und Schirwan, für die machen wir das, indem wir drei Flaggen der Stadt einnehmen. Machen wir. Zerstören Sie die Gebäude, um Rohstoffe zu erbeuten. Schön. Imperialzeit können wir jetzt, aber nur 100. Die mächtige Stadt Shamkor ist am Horizont zu sehen. Aber bevor wir sie angreifen können, müssen wir erst das Umland plündern. Okay, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir machen das am besten so. Arme schöne Belli. Teilen die direkt. Ich muss mal ganz kurz gucken. Also so viel haben wir tatsächlich doch nicht, muss ich sagen. Geht eigentlich. Nett. Ah, Schiffe gehen aber easy. Da müssen wir Schiffe machen für Nahrung. Das ist dann ganz, ganz safe. Shirwan ist durch die Belagerung am Boden, wird uns aber mit Ressourcen unterstützen. Vorausgesetzt, wir verteidigen es. Vorausgesetzt, wir verteidigen es. Das klingt wie ein Achievement. Bin ich ja ehrlich. Tamar. Ja, nee. Da steht irgendwas von Weltwunder, das ist schon falsch. Sorry, aber ganz ehrlich, wenn die schon sagen, es sei denn, wir. Weißt du, wenn die schon erwähnt, dann ist das meistens ein gutes Indiz dafür, wie. Ja, das ist ein Achievement, wenn du es hinkriegst, voll gut, Mann. Ja, gut. Okay, was haben wir jetzt hier so? Zieltechnisch? Hat das gleich dazugekommen? Ah, nee, doch da, hier. Mein Gott, ich hab das nicht gesehen. Schirwan wird ihnen Rohstoffe abtreten, solange sie seine Karawansereien schützen. Okay. Okay. Kriegen wir hin irgendwie. Hier machen wir schon mal ganz kurz Pikeniere. Das ist, denke ich mal, immer eine ganz gute Wahl. Und hier machen wir halt nichts, weil wir gehen ja eh auf Monas Pavida. Wir machen auch direkt ein paar davon. Schaden kann es jetzt nicht. Wir lassen die mal ganz kurz Autoscouten, die beiden. So. Mach mal ganz kurz den hier. Eins, zwei. Zack. So, gar kein Problem. Haben wir ganz kurz eben hier gemacht. Nochmal ganz kurz ein paar mehr davon. Wir müssen auch gleich die Schmiedeforschung direkt machen, ne? Ist Klassiker und so. Und hier machen wir direkt mehr Nahrung. Oh ja. Okay, da sind eine Menge Steppenreiter. Was ist hier in Shamkor? Verschwindet wieder nach Hause, bevor wir ein Exempel an euch statuieren. Okay. Was man hier alles sieht, ne? Krass. Oh, was ist denn da los? Das sind Kahne. Was ist so ein kleines Kahntreffen da unten? Eure erbärmlichen Monas Pass
werden meine glorreichen Reiter niemals besiegen. Kannst du die bitte mal nicht mobben? Was soll das denn hier? Super unhöflich. Erstmal kannst du die Forschung für Rüstung und sowas machen. Also ich sag mal so, 10 Dingsschiffe will ich schon gern haben erstmal. So. Dann war es mir schon mal gemacht hier, können die weiter Schweine sammeln. Ist jetzt nicht ganz perfekt gestorben da, aber... ist besser als nichts, ne? So, das kommt gerade ganz gut alles hier. Dann könnten wir schon mal hingehen, weil das wäre eine Sache, die ich sehr gut finde. Und machen alles zu, bis auf einen Zugang, ne? Weil die KI reagiert da immer ein bisschen allergisch drauf. Dann haben wir das mich schon mal ganz easy. So. Oh, da geht's ja eh nicht durch, den kannst du ja sparen, den einen hier. Dann machen die mich das schon mal zu. Den Durchgang hier würde ich auch noch gerne abschließen. Da kannst du mal kurz hingehen. Dann lassen wir mich die Brücke als einzigen Zugang. Und da bauen wir dann irgendwie eine Burg hin oder sowas. Arme schöne Belli. Finde ich zumindest einen sehr klugen Plan. So. Wir machen noch ganz kurz einen Dingenspfeil hier. Verteidigungsgebäude verstärken wir ganz kurz. Und dann machen wir nochmal nach und weiter Einheiten. Alles easy und entspannt hier. Wir haben einfach ein Schaf bekommen. Ach so, natürlich, was auch sonst. Mehr Nahrungssammler. Wir haben Tribut aus Shirvan erhalten. Das ist sehr freundlich von euch, vielen Dank. Wir könnten nochmal ganz kurz Dene machen, aber ich will erstmal tatsächlich überlegen. Weil ich glaube, Pikiniere wären jetzt am Anfang gar nicht mal so schlecht irgendwie, weil der super viel Kavallerie da unten hatte. Deswegen nutzen wir ganz kurz ein bisschen die Trash-Units aus. Und sparen uns das Gold mal kurz, weißt du? Weil der Grüne wirkte halt extrem stark kavallerielastig. Mit seinen ganzen Steppenreitern. Dann passt das. Oh, lol. Ein verstecktes Relikt. Nee, warte mal, lol. Das ist noch eine Kirche. Erst das eigene Gebiet hier sehen. Lul. So. Du kannst ruhig weiterarbeiten, mein Freund. Geh die mal ganz kurz alle heilen da oben. Weil, warum denn nicht? Okay, die hat jetzt auch zugemacht. Sehr schön. Wunderbar. Müssen wir noch irgendwas machen? Wir könnten vielleicht das hier machen, ne? Die Infanterie kurz verstärken. Ansonsten haben wir eigentlich alles Wichtige, ne? Ja. Auch ganz kurz Stellnetze gleich auf jeden Fall machen, wenn wir die nächsten Holzvorräte dafür haben. Das ist wichtig, weil jetzt haben wir genug Fischkot, dass sie arbeiten können. Jetzt müssen wir sie auch noch hier verstärken, damit es besser läuft. Oh ja, wow, ist jetzt eh zu Ende da. Einer kann schon mal die ganzen Küstenfische holen, bitte. Du kannst schon mal hingehen auf den hier. Ist ja egal wie. So, ihr seid alle fertig, das heißt, ihr könnt jetzt mit an Holz gehen. Einer von euch gibt ein Gold. Dann haben wir 10 da und 4 da und einen an Stein. Das ist okay, wir haben nur 15 Dorfbewohner, das ist nicht so viel. Aber ich bin trotzdem zufrieden eigentlich mit der Menge, die wir da haben. Das ist schon fein. Okay, ansonsten machen wir jetzt halt die ganze Zeit Truppen hier, ne? Ganz entspannt. Aber wie gesagt, das halt nicht vergessen, ne? Die Stellnetze sind halt wichtig, dass die Nahrung auch besser reinrattert. So. Möge das Gemetzel beginnen! Nee, lass dir bitte noch mal ein bisschen Zeit. Ich habe da gerade nicht so viel Bock drauf, dass du mich hier durchpusht. Sollen wir zur Imperialzeit direkt gehen? Damit wir direkt besseren Units machen können? Oder ist es noch zu teuer? Was meint ihr? Weil ich finde es irgendwie noch zu teuer, ehrlich gesagt. Wobei wir die Ressourcen so eigentlich einigermaßen dafür hätten, ne? Ich bräuchte ja nur Ressourcen. Weil Gebäude haben wir ja. Wir haben eine Burg und alles. Oder halt auch die Waffenschmiede und Universität. Wir haben eigentlich alles. Also wäre ganz gut. Und dann warten wir mal ganz kurz auf Nahrung. Wobei ich auch das hier gerne machen würde. Und wenn wir Nahrung haben, gehen wir in die Imperialzeit. Könnte auch dumm sein. Deswegen speichern wir davor natürlich. Aber
Klingt jetzt auch nicht so schlimm. Erkunden konnten wir nicht weit. Da sind die beiden Speerleiter draufgegangen. Das war ein bisschen unnötig, aber naja. Die Verbündete verteidigt sich nur mit leichter Kavallerie und ein paar Pikinieren. Das ist jetzt nicht so viel. Ah, okay, der hat dann noch ein paar Armbrustschützen, aber trotzdem. Und ein paar Ritter, na gut. Aber trotzdem nicht so viel. Ziehen! Okay. Aber wir haben Pikiniere, das ist alles gut. So, pass auf, jetzt speichern wir, weil. Wir machen das mal auf ganze Zeit für zwei, damit ich mich da nicht vertue. Weil jetzt können wir in die Imperialzeit gehen. Mal sehen, ob sich das lohnt. Dann will ich aber zuerst tatsächlich sogar auf Helebardiere gehen. Weil er so viel Kavallerie macht jetzt hier. Wir haben sie gut aus Schirmwacht erhalten. Könnte sich lohnen. So, ihr geht mit in die Eins. Du gehst auch mal bitte dahin. So, und ihr könnt schon mal bitte ganz kurz ein bisschen raiden gehen. Ist der Grüne jetzt hier am Stehen? Ist er sogar tatsächlich. Aber egal, schafft ihr trotzdem. Ihr seid ja relativ stark eigentlich. Wenn das alles Ritterzeiteinheiten sind, wäre es klug, auch die direkt zu verbessern. 1000 kostet das nochmal. Ist aber trotzdem sinnvoll. Weil dann können wir mich direkt über die ganzen Lager hier drüber rennen, weißt du? Na. Na, geht. Die halten sich aber erstaunlicherweise auch eigentlich ganz gut gegen Pikiniere, die Monaspas, weil die relativ viel Schaden machen. Das ist gut. Lass mal ganz kurz das Lager da einreißen. Fein. Ja. Dieses Gebäude Nahrung, ne? Birgt Ressourcen. Wir müssen viele weitere zerstören, um unsere Armeen zu versorgen. Dann machen wir direkt mal hier ein paar Fischkutter nochmal. Wichtig. Sorry, was hast du eigentlich gerade gesagt? ach so, ja. Was haben wir eigentlich dafür bekommen? Nochmal ganz kurz gucken. Das ist Shirvan. Keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall jetzt gleich direkt die Dinger ins hier weiterentwickeln. Die Monaspas. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, die Imperialzeit. Die normalen Gebäude geben aber anscheinend gar nichts, ne? Oder ist das so ein stiller Tribut? Nee, ne? Weil es gibt ja auch, dass das eventuell... Geht das, dass es so stille Tribute gibt? Dass man Ressourcen bekommt und man es nicht sieht? Keine Ahnung. Elite-Monaspas und Wehrpflicht. Die zwei besten Forschungen. Natürlich müssen wir auch gleich direkt hingehen, Rüstungen machen und sowas, aber da brauchen wir erstmal Nahrung für. Wir lassen die ganz kurz eben heilen. Vergrößern unsere Armee, warten auf Elite und dann gehen wir weiter. So, es ist gerade nur ein Nahrungsproblem, deswegen machen wir einfach noch mehr Fischkutter hier. Ganz entspannt. So, wie teuer ist das? 100 Holz. Na, dann fangen wir mal an. Was machen die Shirvaner hier? Ich dachte, ich hätte sie vertrieben. Egal. Ich werde mich um ihre unbedeutenden Überbleibsel kümmern. So. Dann fangen wir schon mal ganz kurz an, hier die Dinger zu machen. Schön gesicherten Hinterland hier hinten. Sehr gut. Und dann haben wir das da oben schon mal voll. Weißt du, das ist schon mal ein bisschen durchgebaut ist hier. Oh, was ist mit euch? Wieso seid ihr nicht dabei? Okay, keine Ahnung, war jetzt irgendwie komisch. Wieso sind die nicht mitgelaufen? Na, ist nicht so schlimm. Burg verbessern brauche ich gerade noch nicht. Erstes Mal ist das jetzt wichtiger. Okay, das ist eine Imperialzeit, damit habe ich gerechnet. Ist das eigentlich mein Feind? Ist mein Feind, ne? Nee, der ist neutral. Weil wir hätten das letzte Mal eigentlich voll fertig gemacht, ne? Ich meine ja nur. Na gut, der ist neutral. Aber der wird sich eh wahrscheinlich gegen uns stellen, weil der hat ja gesagt, der hört eh nicht auf. Da müssen wir ihn halt noch mal ein bisschen in den Arsch versohlen, ist ja gar kein Problem. Und ich hätte gerne Helebardiere, da sparen wir jetzt eben ganz kurz drauf, weil, ganz ehrlich, Helebardiere, wenn er mit Kavallerie kommt, dann das ist halt absolut edel. Ganz ehrlich. Da kann er den aufgeben. Und Helebardiere. Das ist ein Todesurteil. Der ist RIP dann. Wir haben Tribut aus Shirvan erhalten. Ich bin überlegen, ob ich gerade erstmal ganz kurz ein paar neue Reiter mache. Aber ich glaube, die Forschung ist dann doch wichtiger. Tribok machen wir einfach mal zwei Stück, weil wir da die Ressourcen dafür haben. Oder wir sparen uns das und machen nur Reiter, weil eigentlich sind die Gebäude jetzt nicht so schwierig zu besiegen.
Hier sind noch nur Türme. Ne, wir machen mal nicht. Wir machen so einen Notfall-Tribok. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es hier. Dann noch gleich ganz kurz den Plattenpanzer und dann können wir weiter mit den Restdingsen. Ja, dass die so idlen, das muss ich sagen, also bitte, please, fix die Scheiße. Das ist wirklich das Nervigste aktuell. Die Karren sind geil, aber dass die halt sich selber dabei stacken, das ist nicht so gut. Da müsste was noch dran verbessern. Okay, dann speichern wir nochmal ganz kurz eben, weil jetzt können wir den ersten Speicherstand nutzen. Ja. Zwei ist dann halt so der Notfallding gewesen. Aber ich sagen, können wir da reingehen. Was ab, Zanib? Dann viel Spaß dabei. Na, ich hab's mir gedacht, dass das passiert. Ich wusste es. Ja, eigentlich muss man einen Abstand lassen, aber ich fand das irgendwie zu doof. Ja, aber die blockieren sich dann gegenseitig, habe ich erwartet. Naja, müssen wir gleich nochmal gucken. So, und Elite Monaspas rasieren da einfach drüber. Guck's dir an, ist gar kein Problem für die. Ja, das meinte ich halt. Sobald wir einmal das Imperiat haben, das rentiert sich halt übelst. Richtig stark. Okay, das da oben ist scheiße. Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz erwartet. So, da habe ich Holz reingemacht, was nicht hätte sein müssen. Da müssen wir es ganz kurz ein bisschen anders machen. Okay, da müssen wir mal ganz kurz gucken, wie wir es machen. So. Boah, geht mal bitte ganz kurz alle auf Seite. Ich sehe leider gar nicht, wer da wo dran ist jetzt hier. Geht ja gar nicht. Nein, das nicht. Das soll's nicht tun. Ah, so krieg ich die weg. Das ist gut. Warte. Ha! Die Turkmenen haben versprochen, mir meinen Thron zurückzugeben. Jetzt werdet ihr endlich lernen, mich zu respektieren. Selbst die Banditen in den Straßen von Tiflis haben mehr Skrupel als ihr, Juri. Machen wir noch ganz kurz da zwei Stücke, dann passt das hier oben auch, das ist gut gefüllt. Juri! Ah, oh, wie schön, dass ihr euch uns anschließt. Sobald wir diese Georgier los sind, werden wir feiern. Schrebeli. Bei 100 im Eideln die Tosse. Stark. Apropos Eideln und so. Wir können das hier mal wegmachen. Ungünstiges Timing. Damn. Alter, okay, die Hilbertiere haben aber ganz schnell aufgeräumt. Krass. Okay, nice, nice, nice. Da sind ein paar Kipchaks. Solltest du das hinkriegen? Da ist... Oh. Nett. Nein, warte. X ist das ja hier nicht. S. Naja, passt. Wieso arbeitest du jetzt nicht? Du müsstest jetzt eigentlich passen. Ihr dürftet euch nicht blockieren können. Ihr habt genug Laufwege. Holy shit. Ja, das ist natürlich smart. Ach du Scheiße. Wir haben Tribut aus Shirvan erhalten. Die Paladine gönnen wir uns aber sowas von. Nein, er darf nicht sterben. Lässt das bitte sein? Danke. Ja, wir haben zwei Mönche verloren, aber es ist nicht so schlimm. Wir haben auch Paladine bekommen. Hat sich also rentiert. Cool. Sehr, sehr nice. Machen wir nochmal ganz kurz einen Mönch dahin. Da bitte. Und du gehst mal ganz kurz die Relique holen. So, du bist ja mit da drin. Das heißt, du kannst dich schon mal verstärken. Und das hier würde ich auch gerne gleich machen. Das ist aber noch zu teuer und das brauchen wir noch nicht so dringend. Aber in der Mission, wo wir nur 100 haben dürfen, ist das generell auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, wenn wir das machen würden. So, du gehst schon mal dahin und machst da hinten so ein Ding hin. So. Oh Gott. Nicht verklicken, bitte. So, du kannst dann jetzt ja weiter da dran gehen und du kannst mal ganz kurz zurückgehen. Die haken da ganz gemütlich Holz. Sehr schön, sehr nice. So, wir können das jetzt einmal forschen, weil es halt gerade geht.
Hier machen wir nochmal ganz kurz ein paar davon. Dann mal ganz kurz an Land gehen. Und dann gehen wir hier zum Angriff. Sehr gut. Also Gold klappt schon mal sehr, sehr, sehr gut. Yo, Galleon und ganz viele schnelle Feuerschiffe. Ungemütlich. Ja, da werde ich. Aber ich werde jetzt nicht mit Schiffen dagegen halten können. Ah, ich weiß noch nicht genau. Wir müssen eigentlich Türme machen. Msaars. Arma schöne Belli. So. Arma schöne Belli. Mach das schon mal ganz kurz. Ich werde jetzt einmal ganz kurz Stein kaufen, einen einzigen davon, auch wenn es dumm ist vielleicht. Wir können noch ganz kurz die Mauern verstärken, das machen und das machen. Arma schöne Belli. Das ist gut. Arma schöne Belli. Zumachen und wenn das alles hast, dann kannst du zurückgehen. Wieso arbeitet ihr nicht? Jetzt mal ganz im Ernst, ihr müsst doch genug... Okay, der ist scheiße, das verstehe ich. Ist gut. Er müsste aber eigentlich da hinkommen. Ah, er muss da lang fahren, okay. Das ist dann doof, wir müssen den einen wegmachen. Ja, das ist natürlich kacke. Da musst du leider halt weggehen und dich dann irgendwie, keine Ahnung. Du machst halt mal irgendwie da einen hin. So, dann ist der weg. Du kommst auch durch. Und machst da einen hin. Ich weiß jetzt nicht, von wo du festgegangen hast, aber wird schon irgendwie passen. So, der hat die Reliquie, der kommt ganz kurz zurück und bringt die hier hin. Ja, Leute, ihr könnt auch... Greift doch an, die Scheiße da. Ich will dieses Grün auf der Karte nicht sehen, das irritiert mich immer. Ich denke mal, da ist irgendwie noch was im Stehen. Also weg damit. So, dann wird das jetzt gleich hier gebaut hier. Mach das bitte andersrum. Sehr gut. Und dann gehen wir weiter. Optimal. Er konnte sich sogar relativ gut verteidigen eigentlich dagegen. Weißt du was, wir können auch von mir aus hingehen. Und auf Galleon umspecken. Finde ich jetzt zwar nicht so nice irgendwie, aber... Geht schon. Das geht schon. Oh, da ist ein Dingens. Das ist gut. Get your arse. Wie komm? Dann gehen wir da hinten, landen da direkt und tun uns direkt die Reliquie dann. So. Alter, wie die jetzt einfach überrannt haben, dann komplett. Ihr hättet mir einen edlen Tod schenken können. Aber stattdessen habt ihr darauf bestanden, dass ich die Qualen des Versagens erleide. Alter, wie schnell die jetzt einfach niedergerissen haben, ne? Es ist insane. Ich euch ohne jegliche Reue umbringen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, aber bitte, mein Freund. Halt die Klappe. Tu, was du willst, aber mach das in Ruhe. Alter, selbst die Mauern reißen die übel schnell ein. Guck's dir an. Krass. Lol, die sind einfach kaputt. Ey, wie stark die sind, jetzt mal ohne Witz. Oh, weißt du was? Könntest du den sogar angreifen? Gönn dir. Lass mal jetzt mit einem guten Mann dann durch. Der will die Reliquie holen. Daneben. Get your arse. Ey, der konnte sich sogar verteidigen gegen die ganze Schiffsmacht. Krass. Okay, hätte ich nicht gedacht, muss ich zugeben. Ich bin positiv überrascht. Ich wollte jetzt ganz kurz hier hingehen und mach mal ganz kurz hier die 5. Natürlich mit beiden Häfen. Machen wir schnelle Feuerschiffe oder machen wir... Weißt du was, wir machen schnelle Feuerschiffe und schicken da mal eben ganz kurz ein paar hin. Dann ist der da unten einigermaßen abgesichert. Msaars, geht you ars. Okay. Resach bezanet, ich ostrei marjuel. Dann macht ihr bitte ganz kurz das hier. Du stellst dich da bitte so quer hin. Fehlt es noch irgendwas Wichtiges? Wir könnten natürlich noch Chemie machen. Auch wenn es nicht ganz so notwendig ist und das hier gleich eventuell noch. Aber dafür müssen die halt Holz hacken. Wo auch immer die gerade sind. Ach, hier hinten. Stark, die hängen sich komplett da rein. Ach, die Holzfälle sind halt so interessant, ne? Ohne Witz. Ja, wir machen auf jeden Fall mal die Forschung für Holz. Was war denn das? Was war denn das für ein Angriff, Junge? Der hat so eine ganze Salve an Dingens gehabt. Krass. Meine Reiter kommen noch einmal zu euch.
Okay, aber es sind ja nur ein paar Reiter jetzt hier. Was ist das? Seit wann schießen die jetzt so viele Pfeile? Holy moly. Alter, die Hellebardiere, ne? Guck dir das an. Das ist ja insane. Krass. Richtig gut. Okay, hey, den gebe ich dir. Dafür wirst du jetzt sterben. Boah, sogar instant. Tja, auf den warten wir jetzt natürlich ganz kurz. Wie sieht's denn aus? Oh lol, der hat sogar beide schon quasi offen. Krass. Ja, ich bin viel zu langsam einfach mit dem Ding. So, man, ich schaue ganz kurz dahin. Ihr geht den da bitte töten. Ach, guck, was da kommt. Wir haben Tribut aus Shirvan erhalten. Das sind sogar schwere Sachen alles, ne? Auch Elite-Steppenreiter, aber gar keine Chance gegen unsere Macht. Guck mal, der hat seine gesamte Armee ist tot. Wir haben vielleicht drei Reiter verloren. Krank. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen hier. Dass wir da ordentlich reinkommen. Du gehst mit auf den Turm. Ihr macht das schon. So, teilt euch auf, meine Freunde. Wir haben einen Bezirk für Shirvan erobert. Ach, so ein Ding ist das. Ich hätte es mir eigentlich auch denken können. Aber, also Flagge berühren heißt direkt pff, alles RIP von dem. Okay. Das ist hier. Alles klar. Cool, 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 cool. Ja, na, dann ist es ja sogar relativ einfach alles hier. Ist ja mega entspannt dann. Und dann lassen wir die Armee zusammen sammeln, direkt da reingehen. Ist ja voll gut. Geil, da könnte ich gerade einen Angriff genau rein, wo ich meine Schiffe dahin schicken will. Stark. Na egal. Wird schon passen. Die sind ja eh nur für diesen einen Zweck da. Nee, warte mal. Hä? Das ist ja orange hier. Ach so. Alter, guck dir das mal an. Oh mein Gott. Yo, ciao, Turm. Das ist ein kleines Tor. Was ist das für ein Tor? Das ist ja kein Steintor, oder? Also ich schon irgendwie, aber... Hat das so wenig HP gehabt? Warte mal ganz kurz, hat das so wenig HP? Ja gut, ist jetzt befestigt. Komisch. Ja gut, Heiner, ne? Oh. Guten Tag. Das sind einfach so random Triebwocken, lol. Ja, dann haben wir das Ding jetzt erobert. Wir haben einen Bezirk für Shirvan erobert. Oh, er hat ihn getroffen. Wie ärgerlich. Alter, wie stark ist das mit den Bezirken einnehmen, bitte? Wird nur mehr Tribute als Rohstoffe Dingens hier abgeben. Krank. Einfach nur krank. Oh, warte, was ist denn da oben los? Leute. Ich hätte es hier oben gleich bauen müssen. Ich dachte, da kommt eigentlich irgendwie ein bisschen mehr an alles. Ist ja voll entspannt. Ich werde diesen Dolch in euer geschwärztes Herz treiben. Ich komme euch holen, Tamar. Mach das ruhig, habe ich nichts gegen. Also, versuch's. Ich bin wirklich froh, dass dieser tollwütige Hund auf meiner Seite ist. Was für tollwütiger Hund? Der kann nichts, der Junge. Wir holen uns noch ganz kurz das dritte hier, ne? Die gucken nach links. Wir kommen einfach von hinten an. Ja, ist natürlich ärgerlich für ihn. Weißt du, da oben steht Elite-Kämpfer drauf geschissen. Was sollen die machen? So, und jetzt wird hier erstmal schön weggebrutzelt. Oh, die armen Ritter. Was haben die denn jetzt getan? Ja, Galeonen lohnt sich eigentlich gar nicht. Wir machen aber ganz kurz zusammen. Ein paar schon, passt das schon. Wir verzögern das eigentlich nur ein bisschen hier, die ganzen... Wobei Galeon natürlich stärker wäre, ne? Klar, keine Frage. So, ein paar Skorpione wegmachen. Gar kein Ding. Ja, die hängen da fest. Nicht mal einer kann angreifen. Stark, Leute. Okay, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen falsch eingeschätzt hier. Wir haben Tribut aus Shirvan erhalten. Ja, da habe ich mich ein bisschen sehr falsch eingeschätzt hier. Ist ja kein Problem. Dann machen wir einfach nochmal einen neuen Angriff. Wir haben genug Ressourcen für alles hier.
Huch, was ist denn da passiert? Hoppala. Warte, wo sind jetzt eigentlich meine ganzen Holzfäller hier? So, ihr seid jetzt die Null. Du gehörst damit dran. Und ihr seid die Acht. So, ihr habt doch bestimmt noch Ressourcen da oben irgendwie. Wenn nicht, dann geht ihr jetzt einfach mal ganz kurz das Schafe holen. Dann habt ihr wenigstens was zu tun, weißt du? So, du kannst mal ganz kurz da hingehen, noch mal ganz kurz ein paar davon machen. Bitte schön. Wenn du das machst, musst du auch gleich wieder zumachen, dann. Das ist wichtig, ne? Mister. Huch. Oh, mein Schiff echt verloren. Ach, weißt du was? Wir machen jetzt doch die Galeon. Ja, ich sag mal so, bei kleineren Einheitengruppen ist es natürlich besser, wenn man schnelle Feuerschiffe macht, weil die rasieren halt so eine Galeone easy weg. Aber wenn halt so eine Masse an Galeonen ist, dann ist es immer wichtig, dass du auch Galeonen machst. Da kommst du mit Feuerschiffen nie hin. Oder Kanonenschiffe, aber da musst du halt dann sehr stark drauf aufpassen. Das ist dann auch wieder ein bisschen eklig. Wasserkämpfe sind halt relativ langweilig einfach. Ist halt echt schade. So, jetzt müssen wir übrigens... Ah, die Forschung haben wir schon drin. Das ist natürlich ungünstig. Ach so, so ein Ding ist das. Ah, ich verstehe. Cool. Danke. Jetzt verstehe ich wenigstens, wo die festhängen. Die sind gar nicht gestorben, die hingen einfach nur fest. Es macht plötzlich alles so einen Sinn. Ich weiß, ich kann auch alle anklicken, die einen fahren lassen, weil ich will wissen, welche von denen keinen Job gekriegt hat hier. Nee, die sind alle besetzt. Hä? Ach, keine Ahnung. Ist auch egal, wird schon irgendwie passen. So. 40 Stück, das sollte auf jeden Fall reichen, da gut Schaden anzurichten. Dann retten wir ganz kurz hier außen rum. Ja, aber dass die auch hier nicht kämpfen konnten auf dieses Stück da, ne? Fand ich ein bisschen ärgerlich irgendwie. Aber wir gehen jetzt hin, machen hier die Häuser da auf und dann gehen wir rein. Scheiß auf die ganzen komischen Barrikaden da. Die halten eh viel zu viel aus. Vor den Türken. Hätte ich eigentlich auch die Galeone nicht machen müssen, ne? Die sparen wir uns mal ganz kurz. Wir haben jetzt echt so viele Schiffe davon. Er schießt das Tor einfach auf. Eine Frechheit. Was für ein schweres Vergehen. Okay, ich muss jetzt aufpassen. Weil denen ist jetzt langsam hier das Holz ausgegangen. Die schicken wir da hinten irgendwie hin. So, jetzt sind die Galeonen gleich im Arsch. Weil gegen so viele Feuerschiffe kommen die halt auch nicht an. So. Okay, wunderbar. Kurz die Kavallerie von ihm töten. Und dann bitte das Gebäude hier aufmachen. Erstmal ganz kurz das Ding da weg. Fantastisch. Dann das Ding bitte weg. LOL, Alter. Also was die mit Gebäuden machen, ist einfach nur pervers, du. Ohne Scheiß. Shamkor gehört nun wieder zu Krank. Shirvan. Jetzt kommt, wie viele Einheiten gestorben sind. Jetzt wird sein Volk an unserer Seite kämpfen. Wir Stark. Haben Tribut aus Shirvan erhalten. Alter, die... Oh, boah. Das sind ja nicht nur Tribute, das ist ja ein... Alter, holy shit! Das ist ja... Wow! Krass! Okay. Also ich habe jetzt ja schon Tribute erwartet, aber nicht so, so viel. Holy moly. Ey, ganz ehrlich. Leute, wartet nochmal bitte ganz kurz. Ich glaube, wir können doch da irgendwie Holz hacken. Ah ne, da ist grün. Ah ne, grün ist egal. Wir müssen halt überlegen, wo wir Holz hacken können. Ich glaube, hier ist noch relativ safe. Also vergleichsweise. So, wenn die Nahrung noch umgesammelt haben, können wir dann Gold gehen und so. Na, ganz entspannt. Na, brauchen wir nicht mehr. Das reicht schon. Easy. Ja, ganz ehrlich, Kumpel. Dann kommen wir mit den komischen Kack-Galeonen immer wieder an. Ist mir eigentlich jetzt auch nicht so wichtig. Hey, so viel hat er. Wir sind ja voll nah dran sogar bei dem. Krass. Alles, das bitte nicht. Wofür ich so hart gekämpft hatte, ist dahin. Ich werde Georgien zurückerobern oder bei dem Versuch sterben. Okay.
Musst du jetzt wissen? Hey, wie können wir bei dem reinlaufen? Wir pieksen mal ganz aus das Dorfzentrum weg, dann können die gegen Einheiten kämpfen. Kein Problem. Alter, guckt es dir an. Oha. Kaputt. Mal kurz die Einheiten niederreißen. Gleich mal neue Einheiten ausbilden. Okay, der hat schon viele, muss ich zugeben. Komplett krank. Komplett krank. Guck dir den Helibardier an. Tot. Die Konter-Einer hat eben weggepiekst, weißt du, er konnte einen Angriff machen. Hey, die haben sogar noch quasi gewonnen, die Einheiten von mir. Was? Das sah so aus, als hätten wir das easy verloren, von der Masse her einfach. Alter Schwede. Und er hat Paladine und Kipchaks und alles und Dingens hier. Und trotzdem reißen wir den einfach so weg. Ist das heftig. Also dies, das ist schon, das ist eine richtig, richtig gute Einheit, ohne Witz. So, da haben wir Gold. Ja, die Buchs ist... Wir setzen die da, ist zwar kein Hill, aber passt schon. Und machen da noch eine hin. Und dann da wieder dran. Ja, die hätten wir gleich bauen müssen, ohne Scheiß. Die war ein bisschen unnötig. Aber ist ja egal. Machen wir ganz kurz 10 Galeone unten hin. So, ihr geht bitte dahin. Trebli. Wieso kriegt ihr das denn nicht hin, euch da... Also, jetzt im Ernst, ich verstehe das nicht. Wieso blockiert ihr euch denn immer so gegenseitig? Was soll denn der Quatsch hier? Müssen die noch mehr Platz haben, oder was? Ach, so ein Scheiß. Ah, eine weitere Gruppe von Georgiern kommt, um ihr Leben zu opfern. Kavaliere sogar. Alter. Ihr müsst doch wissen, dass sie nicht stärker werden, wenn ihr mir all diese Leichen vor die Füße werft. Wir haben Tribut aus Shirvan erhalten. Die Tribute sind so krank einfach, ne? Ohne Scheiß. Also ganz ehrlich, allein die Tribute lohnt sich schon, Galeone auszubilden. Ja, jetzt werden die Schiffe leider sterben. Na egal, die haben mir Bestes gegeben. Hängen da wieder die Galeonen fest? Ja, dachte ich mir schon. Na, geht aber. Ich will eigentlich nicht zu viel reinstecken, aber wir sollten da schon 15 Galeonen stehen lassen. Ja. Also ich habe jetzt noch nicht wirklich zu kämpfen damit, den zu besiegen, sondern eher mit dem Bevölkerungslimit. Das ist gerade ein bisschen kritisch. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Leute, wieso ist das denn so dumm mit euch? Wieso seid ihr denn einfach so inkompetent? Es ist unfassbar. Ja, komm, es wäre schon ganz gut, wenn du es jetzt machen würdest, aber... Oh ja, das ist natürlich smart. Ich glaube, ich werde jetzt eine verlieren. Das will ich aber gar nicht, weil die sind echt gut, die Tribute. Scheiße. Aber sagen wir es nicht anders. Ich will es nicht nur nicht verlieren. Ich darf es auch nicht verlieren. Boah, die sind schon echt gut, die Tribute. Ach, scheiße. Ah, geht aber noch. Können wir den nicht auch reparieren gehen? Bestimmt, oder? Ja, darüber schicken ist schwierig. Wir gehen mal ganz dahin. Ja, ihr müsst... Ganz ehrlich, ich mache nochmal 10 Stück davon. Wir müssen das auf jeden Fall halten. Okay. Das ist natürlich ärgerlich, dass er nochmal 3 Feuerschiffe hat hier. Ah, ist natürlich doch ein Feuerschiff. Ich weiß es nicht. Das Bevölkerungslimit ärgert mich halt ein bisschen. Eigentlich am besten so 40 Galeonen und dann rein damit. Dann ist das eigentlich ganz easy. Aber habe ich leider nicht. Ja, der wird sterben. Das ist aber egal. Oh Mann.
Hätte ich aber nicht... Oh, was schickt er denn da? Savaren und Husaren. Alter, was geht mit dem denn ab? Ich mag die... lol. Ich mag die Kampagne voll gerne und du kriegst ja richtig gute Verbündete. Alter, was kommt denn da alles, Mann? Ey, ganz ehrlich. Ketilars. Wieso komme ich euch nicht vor auf die Idee? Einfach hier Häfen bauen. Lol. So. Ganz einfach. Na, ist das noch durchgefahren? Verstehe ich. Nein. Nein. Wir haben Tribut aus Shirvan erhalten. Nein, bitte mach es nicht. Du asoziales Schwein. Ah, toll. Kaputt. Ah, weniger Tribute. Egal, wir haben so viele Ressourcen dafür geschissen eigentlich, ne? Hängen da wieder Schiffe fest? Nee, ne? Nee. Ja, okay, Galeonen macht ihn halt so jetzt keinen Sinn, wenn er immer mit seinen zwei Schiffen hier steht. Ne, das ist totale Geldverschwendung jetzt gewesen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Unnötig as fuck alles. Das ärgert mich mit der Karawaneserei. Ich hätte das mit den Häfen schon viel früher machen müssen. Oder hier eine Burg hinsetzen oder so ein Scheiß. Ganz ehrlich, das wäre eigentlich auch noch eine gute Idee. Einfach hier eine Burg hinklatschen. Weil da steht ja nur Galeonen-Dings, der hat ja gar keine Kanonengalionen. Kanonenschiffe. Egal. Ja, das ist, also Wasserweg habe ich einfach ein bisschen reingeschissen. Das hätte man alles viel, viel, viel besser machen können und müssen. Ach, Hotkey habe ich schon. Okay. Wir machen trotzdem mal ganz kurz ein paar Galeonen dazu. Ansonsten können die ja zum Angriff gehen. Das ist auch nicht so schlimm. Wir können natürlich auch Kanonenschiffe machen. Können wir die machen? Oh, hoppala. Nee, können wir nicht. So. Huch, die Kaserne wurde nicht zu Ende gebaut. Stark. Der ist wieder dumm. Nice. Geil. Mein Dorfbewohner ist gestorben. Er auch. Oh. Nein, Moment. Oh Gott, den Husan habe ich gar nicht gesehen. Jetzt geht's mal gerade im Bach runter hier. Eine Katastrophe. Jetzt wird's peinlich. Nein, jetzt... Ach, jetzt gehe ich da halt selber hin. So, letztes Mal schon hier gar kein Problem mehr. Ah, hier habe ich reingeschissen, das ärgert mich gerade ein bisschen. Ach, wie doof. Nicht aufgepasst. Ich hätte auch die Wette nach vorne holen sollen, mein Fehler. Naja, ist egal. Geht ja trotzdem alles. So, Angriff. Scheiße. Ach, wie belastend, ey. Junge, Junge, Junge. Aber die Schiffe von dem sind doch echt penetrant, muss ich sagen. Also ich hätte viel früher hier einfach Häfen hinbauen sollen, da direkt eine Burg hinsetzen sollen und ich hätte hier meinen Dorfbewohner ein bisschen besser schützen müssen. Das war alles nicht so gut. Das war alles leider ein bisschen inkompetentus. Weißt du, hier wird der Perser auch angegriffen. Die Angriffe waren zwar ganz okay, aber sich verteidigen kann er gar nicht anscheinend. Kleine Versager. Geil. Okay. Cool. Naja. So, hier als große Gruppe bitte zusammen. Du machst... Deine Burg hin, bitte. So. Wir haben Tribut aus Shirvan erhalten. Das ist einfach die Hälfte. Oha. Scheiße, Junge. Okay, ja, das ärgert mich gerade ein bisschen. Oh, Junge, ich habe einfach mal 1800 Ressourcen weggeworfen dadurch. Hättest du mal eine Burg gebaut, wa?
Ach, oben, guck mal, da ist noch der Grüne. Da ist ja noch der Köntrisheut. So eine Scheiße, Alter. Also da habe ich richtig reingeschissen. Das hätte ich hier viel besser machen müssen rechts. Das ist so ärgerlich. Okay. Tja, schade. Mhm. Ja, ist das Problem wie immer. Der läuft halt in die Burgen rein. Da machst du nichts. Der Gedanke ist ja nett, aber hilft nicht. Oh, nö. Er hat es echt geschafft, den durchzupushen. Leute. Also jetzt gerade ist auch meine ganze Einheitenstruktur hier irgendwie inkompetent. Weiß ich nicht. So, mal bitte die Burg kaputt. Du kannst dich schon mal zusammenbauen und da hinten irgendwie gehen. Ich meine, wir haben eh genug Ressourcen, so schmiss das alles nicht, ne? Auch mit den Dorfbewohnern ist eigentlich alles halb so wild. War halt natürlich trotzdem ärgerlich irgendwie, ne? Was sind da so unnötige Verluste gewesen, irgendwie, die einfach nicht sein müssen? Apropos, warum hakt eigentlich jetzt da? Drisem Gapeli. Wie ist das jetzt passiert? Okay. Hier ist wieder ein komplett Stacken so. Naja, passiert. Aber weißt du was, du kannst eigentlich hier die großen Fische angeln. Ganz Meer ist frei. Was? Wo kommt denn das auf einmal her? Hatte ein Paladin pusht jetzt nicht ernsthaft den Triebach, oder? Oh mein Gott. Die greifen gemütlich die Häuser an. Sehr smart auf jeden Fall. Ey, wo kommt jetzt die ganze Meer von mir her? Also die Burg schützt er nicht, weißt du, aber seine Kaserne hier. Macht Sinn. So, wir machen mal ganz kurz ein paar Units hier. Scheiß auf Triebocke, ganz ehrlich. Wo sind meine Schiffe? Die sind sind die in die Burg reingefahren? Oh, bitte nicht. Sag mal, das haben die nicht getan. Oh, nö. Ich pack's nicht. Irgendwas läuft hier falsch. Okay, RIP. Was ist denn hier los, Junge? Ja, die Burg war eine gute Idee. Hätte ich viel früher machen müssen. Naja. Aber ihr könnt euch dann merken, geht hin, macht sofort die Burg da irgendwie hin, wenn es geht. Verteidigt den dadurch dann quasi komplett. Dann könnt ihr euch die ganzen Schiffe sparen. Hätte ich direkt von Anfang an machen sollen, wie gesagt. Und dann kannst du eigentlich direkt hingehen und hier die drei Punkte sofort durchpushen. Wieso wird jetzt hier gekämpft? Vor allem bergauf? So ist besser. So ist gut. Ich finde eigentlich, ist es dumm, gegen Hilabardiere so zu laufen, aber ganz ehrlich, in der Masse passt das schon. Das ist fein. Oh. Hier wird gekämpft. Na, schade. Toad. So, wir haben jetzt aber. Tribut aus Shirvan erhalten. Ja, das ist halt peinlich jetzt, ne? Also ich finde, der Tribut ist immer noch extrem krass eigentlich, ne, wenn man drüber nachdenkt, aber er hätte besser sein können. Tja. Und das nur, weil ich diese Burg nicht gebaut habe. Na, das müsst ihr euch mal für Zunge zergehen lassen. Ich habe 3 Milliarden Steine, aber macht das nicht, weißt du? Hm. Tja, ja. Oh. Was sehen wir denn da? Ein nettes Bürklein. So, tötet ihn. Nicht in die Burg, Leute. Das ist so dumm, was ihr da macht. Ganz ehrlich. Ja, hast du verdient. Geh mir dieses reinbeten lassen. Tut das bitte nicht. Oh, wir bringen Pferde um, okay. Warum auch immer die das jetzt machen wollten. Okay, cool. Hey, ihr könnt doch einfach da raus. Guck mal, die rennen dagegen. Ja, wo gehe ich denn da hin? Weiß ich jetzt nicht. Du, keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Also, tja. Mach ich ja was anderes. Was interessant. Ein 1 gegen 1 gegen Paladin. Ah, das gewinnt er sogar.
Oh mein Gott, Leute, die sind besser als Paladine, bitte was? Jo, die Burg. Jo, ciao. Hä, was zum Teufel? Scheiß auf Belagerungswaffen. Die Judith ist aber eine Belagerungswaffe. Also wieso kriegt ihr es eigentlich nicht hin, da irgendwie außenrum wieder rauszugehen? Lass euch die ganze Zeit für den Paladin frisch machen. Idioten. Einfach durchgehen. Und drauf da. Ist jetzt nicht so schwer. Da siehst du. Guck mal an. Die Burg ist richtig stabil hier hinten. Nice, nice, nice. So, siehst du, ganz, ganz, ganz klar gewonnen. So, dann war auch eine Reliquie nochmal. Die können wir uns natürlich ganz kurz eben snacken. Das ist schlecht. Schafft er schon. Juri, auch wenn ihr euch wie ein tollwütiger Hund benehmt, werde ich euch nicht wie einen solchen niederstrecken. Vergesst die Krone. Und ich werde euch in Frieden leben lassen. Ah, Gnade hat immer schon so gut funktioniert. Die Geschichte hat bewiesen, dass wenn man die Leute verschont, hat das immer schon gut funktioniert. War immer eine gute Idee. Ja, okay, ganz ehrlich, der Grüne ist halt Dekoration. Da spürst du ja nicht mal wirklich den Angriff von dem. Lol. Also die in Elite, ne? Ohne, ich meine, ganz ehrlich, guckt euch das mal. Die haben 8 Rüstungen, 6 Rüstungen und 22. 22, 8 und 6. 22, 8 und 6. Wenn wir jetzt mal auf die Franken gehen. Ich will nur mal ganz kurz sagen, ich meine, die haben zwar auch hier die ganze Forschung und so, aber die können ja mit dem Paladin quasi echt mithalten. Ne? Das ist insane. Sind die auch günstiger als ein Paladin? Mal so zur Frage. Weil der kostet 60,75. Die kosten sogar weniger Gold, fast die Hälfte. Ey, was ist das denn? Wir haben Tribut aus Schirren erhalten. Also ich glaube, die wird safe noch gebalanced, die Einheit, oder soll das echt so krass sein? Weil die ist ja übertrieben stark. Damn, Junge. Ich meine, ich finde es jetzt irgendwie geil, aber damn, Junge. Die sind gut als Belagerungswaffe, gut gegen gefühlt jede Einheitenklasse, ist ja auch egal was, weil die irgendwie einfach so die von den Werten her insane sind. Weißt du, alleine die Rüstungswerte. Weder Nahkampf- noch Fernkampftruppen können ihnen irgendwie was anhaben, wirklich. Weder Beritten noch Infanterie, scheißegal. Paladine machen so 1 gegen 1 auch Platz, so, also... Was ist denn der Konter gegen die? Ich meine, klar, offensichtlich ja trotzdem Hilleberdieren, aber die machen sie ja auch in fast schon gleichen Anzahl... Der Truppen so eigentlich auch ganz gut frisch. Krass. Ich meine, guck mal, wir gehen hier mit 50 rein. Der wird gar keine Chance haben. Dorfzentrum schon kaputt. In der Zeit hat sich der Tribut nicht mal aufgebaut. Normalerweise. Einfach so die Countryside zerstört. Ciao. Tja, machst du nichts. Heftig. Komplett kaputt. Einfach so. Das hat vielleicht eine Minute gedauert jetzt oder so. Ganzes Lager vernichtet. Kranke Scheiße. Ich bin in Dafuna verloren? Oh ne. Hä? Die hacken hier? Die hacken hier? Und wandern dann dahin? Hä? Was? Verstehe ich nicht. Armasheine Belli. Ich meine, das ist nicht so extrem, aber hey. Laufweg habe ich jetzt gar nicht nachvollziehen können. Naja. Ah, da ist die Reliquie auch schon wieder dabei. Sehr schön. Dann gehen wir ganz unten weiter gucken. Der hat gar keinen Bock mitzukommen, verstehe ich. Ich hätte auch keinen Bock, so weit zu laufen. Für das Geilste hätten die auch reparieren können schon die ganze Zeit, ne? Es ist halt. Das ist halt das Traurigste gewesen, was in dieser Runde passiert ist, weiß ich nicht. Vor allem, weil eine Burg und das ganze Ding ist von dem einfach quasi stillgelegt da unten, ne? Ist das lächerlich, Alter. Naja.
Alter. Ganz ehrlich, geh woanders hin. Das ist mir egal. Du bist so dumm. Da ist ein Holzfäller einfach irgendwo im Nichts so. Verstehe ich alles nicht. Komische Units. Mach weg das Ding. So. Easy kaputt. Aber die Tribute sind trotzdem, also auch wenn ich jetzt nur die Hälfte kriege, immer noch insane hoch. Also wenn ich mir die Ressourcen angucke hier, heftig. In der Verteidigung geht die Mission auch voll klar, weil du einfach ein paar Levadierer machen musst und du bist safe. Stark. Oh, was ist denn hier für ein Kampf? Gucken wir an. Keshix, nice. Wir haben Tribut aus Schirmen erhalten. Die machen wir so ein paar Kleinkämpfe da. Dann gehen wir mal rein. Also, ganz ehrlich, ich würde jetzt einfach mal vermuten, da stürmen wir gleich einfach durch. Der hat gar keine Chance, das zu verteilen. Also wirklich null. Ein voller Trupp. Der hatte gerade eben schon gegen den Türkisen mit seinen paar kleinen Truppen da. Also jetzt nicht Probleme, aber der verliert ja schon ein bisschen was, weißt du? Und das, obwohl der nur hier so ein paar Savare und sowas schickt. Okay, die Levadiere sind ein bisschen dumm unterwegs, aber egal. Ja, dann rennen wir jetzt einfach rein. Der hat gar keine Chance. Hey, der brennt, der Turm. Was ist denn da los? Wieso brennt der? Hä? So, zack, das waren die Dorfbewohner. Kurz auf Seite gehen. Wegmachen. Mach das Ding kaputt. Geh bitte zurück, nicht, dass du da jetzt irgendwie an der Burg sterbst. Das wäre echt dumm. So. Dann gehen wir jetzt Gebäude für Gebäude durch und vernichten die Dinger einfach. Sehr schön. Aber doch relativ viele Truppen. Das hätte ich ihm dann noch nicht gegeben. Dann kann er sogar gegenhalten. Ja, und da kommt auch schon der Ansturm hier. Guck mal die ganze rote Linie an. Sag mal, kannst du dich auch mal angreifen, Türkisa? Du hast gerade so viele Truppen. Das wäre echt nett von dir. So, haut drauf. Müssen nur kurz warten, dann haben wir genug Truppen zusammen. Aber lass sie mal ganz kurz rauslaufen. Wir sammeln ganz kurz mal die Truppen an. Wobei wir jetzt schon 24 haben, na, eigentlich reicht es sogar schon. So. Für die Burgen einfach nur, weißt du? Die reißen wir zwar auch schnell ein, aber... muss ja nicht sein. So, aber so schnell wie ich jetzt die Massen nachbauen konnte, konnte er sie nicht nachbauen anscheinend. Oder kommt da noch was? Ja, anscheinend nicht. So, Gebäude für Gebäude bitte zerstören, meine Freunde. Alter. Schau. Die kämpfen wieder unter der Burg, wieder richtig smart unterwegs. Leute, bitte. Also so funktioniert das aber nicht. Ihr müsst schön gebündelt die Gebäude niederreißen, ist gut. Ja. Und tot. Warum? Weil Burg. Smart, Leute. Smart. Oh. Da schließen wir uns doch direkt mal an. Eine Burg niederreißen, da sehe ich mich. Sehr gut. Ein paar verteidigen hier die Front. Sehr nice. Wir haben Tribut aus Schirwan erhalten. Vielen Dank.
Mega. Und das ist die erste Burg. Kaputt. Sehr gut. Ja, das ist ein bisschen sinnlos, was ihr gerade macht. Und ihr könnt schon auf die Burg gehen. Ganz entspannt. Wo sind die anderen Triebocke? Ach, die kommen sogar noch. Die werden ganz langsam angeschissen. In so einem riesen Streifen verteilt quasi. Na gut. Bitte mal ganz kurz die da pushen. Okay. Einen hätten sie zwar gerade ein bisschen dumm verteilt und überall alles so ein bisschen random, aber das ist schon okay. So, kurz die Triebocke rauspushen. Ah, hat einigermaßen funktioniert. Hallo? Ey, sind die dumm? Die gucken sich so in der Gegend um. Naja. Dein ist nicht mal da. Alter Vater. Die gedrückt halten kann ich nicht, schade. Einmal ganz kurz bitte alle das sammeln. Das geht so echt so nicht mehr klar. Da soll man den Punkt auch direkt hinsetzen. So, jetzt könnt ihr die Gebäude ein bisschen zerschießen hier. So ist gut. So, zwei gehen die Dorfwohner hier töten, einfach weil es geht. Und mal jetzt die ganze Star drauf schießen. So, sollte reichen. Na, okay, hat quasi gar nichts getroffen. Perfekt. Alter, was macht ihr denn da? In Burgreichweite gegen Schiffe kämpfen, das ist richtig klug. Damn, Junge. Der Stall muss fallen, meine Freunde. So ist gut. Wenn die Burg kaputt ist, dann hat er keine Chance mehr. So. Tja, das war's mit ihm. Kommt ihr da hin? Ist zwar ein weiter Weg, vielleicht schafft ihr es ja. Ah, ich muss zugeben, der war trotzdem, also der Turkmene hier war doch noch ein bisschen stabiler als der andere vom Aufbau her. Da mussten wir echt, also mit stabil meine ich wirklich wortwörtlich stabil, das Wort. Und nicht dieses, ich stabil Bruder. Ja. Der war tatsächlich relativ schwierig einzunehmen. Aber von der Masse her einfach, weil, naja, ist, wenn du mehr als eine Armee brauchst, ist halt schon stark, ne? Aber ist doch trotzdem nur ein Reinrennen. Ja, gut. Was soll man da sagen, ne? Sind wir drin. Alter, die sind mit Schiffen am rumkäbbeln, weil die zu dumm sind dafür. Nice. So, auch das Ding ist kaputt. Nice, nice, nice. Wir haben Tribut aus Shirvan erhalten. Wobei mich mal interessieren würde, so einfach so aus Interesse. Sind das wieder unendliche Ressourcen, die ihr habt? Oder meinst du, die hat die dann tatsächlich... Weil die hat ja nicht nur so wenig Gold gehackt hier, oder? Das ist wie so eine typische Mission... wo ich ja vermute, dass die Gegner halt entweder unendliche Ressourcen haben oder halt unendliche Ressourcenquellen, was ja auch sein kann. Ja. Mir wurde schon oft gesagt, nee, die spielen auch mit Ressourcen. Und auch schon oft gehört, oh, guck bitte auch einfach nach und dann wirst du selber sehen, dass die Ressourcen haben. Ja, das mag sein. Das ist auch oft bestimmt so, aber diese Minen hier, die sind halt auch oft unendlich. Oder er hat einfach unendliche Ressourcen oder unendlich, ja, keine Ahnung, Tribut oder sowas. Kann auch alles sein. Ist alles machbar. Man weiß es halt nicht. So, weggepiekst. Kaputt. Sind die jetzt alle gleichzeitig kaputt gegangen oder war das das, als er aufgegeben hat? Nee, die sind gleichzeitig kaputt gegangen, ne? Krass. Na komm, gib auf, Junge. Will er noch nicht. Das ist okay.
Okay. Wieso genau lebt er jetzt noch? Lol, was ist denn da? Ich dachte ganz kurz, hier wäre eine Reliquie. Was ist denn das? Gibt's da auch was? Nee, da nicht. Das ist nur Wald. Okay. Die Turkmenen haben diese Belagerungsmaschinen vergessen. Lol. Lasst sie uns gut nutzen. Nein. Wie konnte ich nur so unvorsichtig sein? Ich muss nach Ardabil fliehen und retten, was von meinem Reich noch übrig ist. Unsere Feinde haben kapituliert und Shirvan ist wiederhergestellt. Der Sieg ist unser. Ah, da ist ein Wort falsch, Leute. Nein. Ja, sie haben gewonnen. Okay, dann schauen wir uns das ganz kurz eben nochmal an, ob er dann wirklich Ressourcen endlich hat, weil ich hatte es schon so oft gehabt, dieses Diskussionsthema. Und mir wird das irgendwie nie. Ich weiß nicht warum, aber das ist doch eigentlich irgendwie offensichtlich, dass sie unendlich Ressourcen haben oder nicht. Oder halt die Quellen unendlich. Eins von beiden. Wir schauen es uns eben an. So, da sehen wir jetzt ganz kurz einmal das Spiel, wie es hier so aussieht. Wenn wir uns das von den Ressourcen angucken, achten wir natürlich auf den blauen, ne? Der hier. Was ist denn das? Warum sieht das so komisch aus jetzt hier im Overlay? Das sieht so verschwommen irgendwie alles aus, oder was ist das? Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Alter, die Karte. Oha, wie weit du rauszoomen kannst. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Karte an sich ist ja schon ganz geil eigentlich. Aber irgendwie finde ich das echt ein bisschen komisch. Die ganze Kampagne sind alles so riesig groß vollgebohrte Karten. Ich finde, hat auch was, ne? Keine Frage. Aber holy moly. Aber es ist eine coole Karte gewesen. Auch die Mission selbst hat echt Spaß gemacht. Nice. So, lass mal eben ganz kurz gucken. Also, du hast hier... Da sind die wichtigen Ressourcen von ihm, ne? Das Blaue. Wir gehen jetzt einfach mal schneller. Und achten nur auf die Ressourcen. Weil der hat nämlich Dorfbewohner gar nicht mal so viele. 5, 8 und 5. Okay, jetzt ein bisschen mehr. Er baut hier auch welche, aber... Das ist ja trotzdem eigentlich relativ lächerlich, ne? So, hier die Goldmine, die hackt er. Da gucken wir mal drauf. 700 Gold. Okay, pass mal auf. Wir haben jetzt 650. Die sammeln immer 20 Gold pro Trip, habt ihr gerade gesehen, ne? Ja, da. Warte. Nein! Na, vielleicht habt ihr das gesehen kurz. Ich klicke mal den ganz jetzt an, oder... Die hat gerade ganz viel. Das müssen 20 sein. Guck's dir an. Und 20 Gold. Also bei jedem Trip 20 Gold. Wir haben jetzt hier knapp 600 drin. Wenn jetzt alle einmal gelaufen sind, müssen es eigentlich 500 sein dann. Wir schauen uns das eben ganz kurz an. Okay, das passt eigentlich ganz gut. Beim nächsten Trip müssen das dann so 420 sein ungefähr. Okay. Hätte weniger sein müssen eigentlich. Also die Ressource hält auf jeden Fall länger, als ich das jetzt, als es eigentlich sein sollte. Da könnte man jetzt sagen, was er wollte, aber da hätten, die müssten eigentlich, wenn sie mit 5 Leuten arbeiten, logischerweise 100 Gold abernten. Und die haben jetzt hier nur 50 oder so geholt, also die Hälfte. Also so gesehen ist deren Goldblock hier nicht 800 Gold wert, sondern 1600. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob es irgendwie, was weiß ich nicht, für einen Bonus gibt oder irgendeinen Team-Bonus. Ich habe es gerade vergessen, weil es ist jetzt ja auch hier ein Tatare. Hatten die nicht irgendwie vielleicht irgendwie was? Keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Aber egal wie, auf jeden Fall kriegt er halt trotzdem relativ gut Ressourcen daraus. Offensichtlich hält mich das Gold hier ganz schön lange. So, nur mal ganz kurz nochmal eben, ne, die Ressourcen von ihm hier, die sammeln sich zwar auch gut an, aber auch das Holz hier unten, ne, guck mal. Irgendwie wird das nicht weniger. Weiß ich mal. So, der hat jetzt knapp unter 60, dieser Baum da.
Die Mine ist jetzt fast zu Ende. Ist sie dann noch wirklich weg oder kommt die einfach wieder neu? Kann ja auch sein. Weil wir haben ja nicht mal das erste Camp angegriffen. Ne? Eigentlich müsste dann noch echt viel passieren. Und das Gold müsste jetzt weg sein. Weg. Okay, also es verschwindet dann wirklich. Okay. Es hat zwar deutlich länger gehalten, als es hätte sein sollen. Aber es ist zumindest verschwunden. Immerhin. Der Baum ist immer noch da. Und ganz ehrlich, wir machen mal ganz kurz hier auf normale Geschwindigkeit. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber dass ein Baum jetzt erst verbraucht ist. Nach fast 15 Minuten Ingame-Time, weiß ich nicht. Wenn wir jetzt mal so als Vergleich ziehen, ist bei uns hier schon das ganze vordere Waldstück weg und hier schon ganz viele Baumstümpfe. Weiß ich mein? Also kann natürlich sein, ne, aber finde ich schwierig. Warte, wieso sind da kleine Flammen? Wieso brennen die denn? Meine Dorfbewohner brennen. Oh. Komisch. So, jetzt greifen wir das erste Lager an. Also mit Ressourcen, ich weiß nicht, ich würd einfach vermuten, der kriegt auf jeden Fall mehr daraus, als er sollte. Aber lass das Ganze mal ein bisschen schnell durchlaufen. Ja, vielleicht irre ich mich ja auch, ne? Aber ganz ehrlich, ich hab's euch ja jetzt gezeigt, was ich meine. Die hacken da mit irgendwie 5 Leuten drauf rum. Und die Mine hält halt ewig, vergleichsweise. So, jetzt greift das erste Mal an. Und vor allem den Schiffsspam, den er raushaut, ne? Das sind ja so viele Schiffe, die er benutzt. Da müssten ja eigentlich auch dann richtig, richtig viele Ressourcen wieder reinfließen. Gerade Holz und Gold müsste bei dem ja durchgehend immer unten sein. Okay. Ich meine, ihr könnt jetzt nebenbei auf die Ressourcen achten. Wenn ich jetzt irgendwas übersehen sollte, ne? Sag das gerne. Guck mal, er hackt hier Holz, da Gold. Mal gucken, ob sich das auch noch verkleinert hier. Weiß er nicht. Guck mal, sein Gold ist quasi leer. Also er nutzt, also ich meine, klar, logischerweise, er nutzt die Ressourcen. Aber es ist halt trotzdem so, oft sind halt die Ressourcen halt trotzdem für ihn quasi nicht wie bei uns endlich. Weißt du, bei uns ist jetzt hier der Wald schon fast weg, bei ihm unten ist er gerade mal so leicht angekratzt. Weiß ich nicht. Und bei ihm hacken halt auch 8 Leute, weißt du, bei mir sind es zwar knapp 10, aber das ist nicht so ein Riesenunterschied. Naja. Okay. Wird das für Krieg erklärt hier? Stark. Da kommen sie. Zack, ein Paladin gesnackt. Und den habe ich nicht kommen sehen, den Angriff hier. Naja. Da sterben jetzt die 2 Mönche, ne? Ja. Dumm gelaufen. Oder nee, war es später erst? Na nee, ich glaube, jetzt sterben die. Ja, jetzt sterben die. Dumm gelaufen. Yep. Cool. So, und hier unten? Wie sieht's da aus? Die haben jetzt so die 3., vielleicht 4. weggehakt, aber haben trotzdem halt hier schon deutlich mehr als 2.000-3.000 Gold gehabt. Naja. Bauen noch fleißige Schiffe ohne Ende. Alles kein Problem. Ich meine, das kann natürlich sein, die Schiffe zu bauen, so, das ist kein Problem mit dem Gold, was er hier hat. Ist alles nachvollziehbar. Wird ja auch gehandelt und so, ne? Na gut. Ich will es jetzt nicht auch nicht komplett durchlaufen lassen, aber ich wollte es euch ja zumindest mal zeigen hier. Ich meine, guckt dir das mal an hier. Die hacken damit so viele Leuten drauf rum. Und jedes Mal, wenn einer läuft, sind da 20 Ressourcen weniger angeblich. Siehst du, wie oft die laufen können? Na, die hacken jetzt alle an dem Stück hier. Das sind, pass auf. Das ist jetzt ganz gut eigentlich. Natürlich haben die auch Händler, ein paar, ne? Die ignorieren wir jetzt mal ganz kurz.
Wir rechnen dann einfach irgendwie, wir sind großzügig und rechnen dann auch richtig, richtig viel drauf. Aber wir achten mal drauf. Hier hacken jetzt gerade 8 Leute auf eine Goldmine. 8 Stück. Hier sind 800 Gold drin. Er hat jetzt gerade 1100. Mal gucken, wie viel das ausmacht. Und jedes Mal, wenn die laufen, ne, 20 Gold. Rein theoretisch, nur bei 800 Gold, 8 Dorfbewohnern, muss jeder 5-mal laufen, ist das Ding weg. Achtet doch einfach mal ganz kurz, vielleicht mal irgendwie auf die einzelnen Personen, ob die öfter als 5-mal laufen. Ich glaube nicht schon. So, 1100 Gold hat er hier. So, jetzt sind sie alle einmal gelaufen. Und es sind gerade mal 100 weg gewesen. Das ist eigentlich schon nicht richtig. Okay, jetzt wird das zweite Mal gelaufen. Mhm. Okay, er hat auch eine Reliquie, merkt man ja auch ganz gut, ne? Aber trotzdem, es geht ums Prinzip. Jetzt sind sie dreimal gelaufen. Da sind sie, ja, 4-mal quasi gelaufen jetzt alle. Mhm. Und da sind sie das 5. Mal gelaufen. Und Nummer 6. Wenn sie doch jetzt hier auch noch gehen, bitte. Mhm. So. Das ist der 6. Rhythmus jetzt durch gewesen. Es sind halt immer so knapp 100, die sie wegholen, ne? Das ist jetzt der 7. Lauf, den sie machen. Die da fehlen noch, genau. Und jetzt ungefähr müsste dann der 8. kommen. Das ist jetzt der 8. Lauf. So, okay, jetzt ist die Goldmine auch weg. Aber irgendwie passt das nicht ganz. Mit 5 Dorfbewohnern hätte es Sinn gemacht, dass es immer 100 Gold sind. Aber es sind ja sogar 9, nicht 8. Guck mal an. Oder waren das vielleicht gerade eben? Ist einer zugekommen? Keine Ahnung. Ist ja auch egal, aber prinzipiell trotzdem kriegen die halt irgendwie 60-100% mehr daraus, als es eigentlich sein sollte. Also für die sind halt die Goldminen quasi doppelt so viel wert. Weiß ich jetzt nicht. Beziehungsweise die Sammelrate ist dann dadurch halt auch im Endeffekt deutlich entspannter, weil die Laufwege halt nicht so sind und die auch keine neuen Goldminen holen müssen. Also es ist halt irgendwie insgesamt halt deutlich effizienter. So, die Marktkarren. Sehen wir da, wie viel Gold die haben. Oh, man sieht so die Geschwindigkeit und so. Krass. Okay, wie viel Gold hast du? 41. Ah. Also ich meine, ich vermute mal, dass die ganzen Werte natürlich alle richtig sind, aber das ist halt trotzdem irgendwie komisch. Ich meine, guck mal, der hat jetzt so viel Holz hier gehackt. Auch wenn er jetzt natürlich da oben hackt jetzt gerade, ne? Hat er trotzdem nur so ein kleines bisschen Wald weggehackt, währenddessen ist bei uns halt hier alles weg. Ne? Ist vielleicht auch hier ein bisschen vereinzelter als da, aber jetzt mal ganz ernst, vergleich das mal. Von mir sogar diese Ecke dazu mit dem hier. Weiß ich mein? Das kann halt irgendwie nicht. Schwierig. Also ich weiß nicht, was ich davon insgesamt halten soll. Irgendwie finde ich es auch gut, weil somit halt die Optik halt... Ich finde, eigentlich ist es ja auch kein Nachteil. Also ich finde es eigentlich ganz okay. Weil somit bleibt halt die Optik, wie der Ersteller der Karte sich das gedacht hat, auch eigentlich erhalten. Na, das ist ja auch jetzt nicht schlecht. Aber mir geht es einfach nur ums Prinzip so, weil ich schon oft das hatte, dass die Leute gesagt haben, nee, die nutzen Ressourcen, die haben das nicht unendlich. Ja, die mögen sie vielleicht nutzen. Aber es gibt halt immer viele Tricks drin. Entweder sind die Ressourcen halt hier einfach voll, also voll, als sie sein sollten, doppelt so viel wert. Die haben vielleicht auch einfach, dass die Ressourcen gar nicht weggehen können. Das gibt es ja auch mal vielleicht. Also glaube ich, weiß ich nicht, aber ich schätze das einfach mal, weil oft sind die Ressourcen einfach noch alle da. Aber was ich hier zumindest sehe, auf jeden Fall, die Ressourcen halten länger, als sie sollten. Manchmal haben sie auch einfach unendliche Ressourcen, das kann man mir sagen, was man will. Es gibt Missionen, da haben die unendlich. Keine Ahnung. Oder, weißt du, worauf ich auch nicht geachtet habe? Die Distribute von dem. Der Türkise, der hat zwar auch echt viele Ressourcen, ne? Aber guck mal, bei ihm auch dasselbe hier oben. 700 und hier sind 460 oder so. Und er schickt uns halt immer 1200 und später 600 Gold. Also er schickt uns jedes Mal 3 Viertel
oder anderthalb von diesen Goldminen. Rein theoretisch hat hier 2, 4, 6, 8 Stück davon. Na, wenn man mal drüber nachdenkt. Wieso sind die jetzt weg? Pro-Feature. Dein Ernst? Lächerlich. Warte, wie hab ich das jetzt gemacht auszusehen? Das wollte ich gar nicht. So. Nee. Nee. Warte, was? Alter Schwede. Ich habe einfach fast eine Stunde Idle-Zeit. Ups. Naja. Aber ganz ehrlich, der hat hier 6 Dinger davon. Selbst wenn wir nur ein Tribut von 600 bekommen. 8 Dinger von denen. Müsste der halt relativ schnell quasi leer sein. Und dazu baut er noch überall Truppen selber aus, ne? Darf man auch nicht vergessen. Er kaufte sogar Steine und sowas. Weiß ich nicht, Mann. Also ich sehe das Ganze halt irgendwie ein bisschen mit so zweierlei Maß gemessen irgendwie so. Auf der einen Seite finde ich es geil, auf der anderen Seite ist es halt trotzdem irgendwie auch echt mies. Weil wenn man jetzt einen fairen 1-gegen-1-Kampf hat, rein theoretisch, dann sind seine Ressourcen natürlich deutlich besser als meine, dann hat er halt immer einen Vorteil mir gegenüber, weil er halt Goldunits machen kann ohne Ende und ich halt nicht. Das hatten wir ja gerade bei den Return of Rome-Dingern ganz stark, aber weiß ich nicht. Ich will jetzt noch eben noch kurz warten, bis er wieder Tribute schickt, weil das finde ich auch nochmal interessant jetzt hier gleich. Mein Gott, da ging die Runde so lange. Krass. So, er ist zur Imperialzeit vorangeschritten. Der hat jetzt hier 2400 Gold. Guck mal hier. Die hacken da mit 5 Leuten drauf. Hier ist, wenn wir die laufen, auch 20 Gold. Hier sind jetzt 500 drin. Guck's dir an. Also, wie willst du das erzählen? Und da soll mir doch mal jemand sagen, die Ressourcen halten nicht so lange hier. Guck dir das doch mal an hier. Junge, Junge. So, guck mal, jetzt sind die genau 3-3. Jetzt sind alle gerade 9 dran und dann 460 ungefähr. Also, wenn die weggehen, müssen das knapp über 400 sein. Theoretisch, ne? Wenn wir jetzt mal ganz genau rechnen. Da geht die erste wieder zurück. Da geht der zweite. Und gleich geht sie auch. Oh, guck mal, wir haben gerade mal, schade, nur so 10 verloren. Mensch, das ist ja quasi 6-mal so gut. Weiß ich, Mann. Also wenn das jetzt nicht Beweis für euch genug war, dann weiß ich auch nicht. Goldressourcen halten, oder generell Ressourcen halten bei der KI halt einfach deutlich, 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 deutlich länger, als sie sollten. Naja, wie gesagt, ich finde es ja auch gut, ne? Ist ja nicht schlimm, ne? Aber das ist halt sehr, sehr auffällig. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt hier auch sein, ne? Aber ganz ehrlich, du, das ist schwierig. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal an. DLC-Campaign. Hier haben wir das mit dem Chief mitgemacht. Nett. Naja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Man mag Tamar für töricht halten, weil sie ihren undankbaren früheren Ehemann immer wieder verschonte. Aber diese unerschütterliche Güte war ihre großartigste Eigenschaft. Obwohl sie einen Verrat nach dem anderen erlitt, blieb die Königin bemerkenswert gelassen. Viele, die einst ihren Tod anstrebten, bewunderten nun ihre Integrität. Juri hingegen wirkte nun auf seine ehemaligen Unterstützer wie ein verzweifelter und wahnhafter Abtrünniger. Nachdem sein Schein der Rechtschaffenheit zerbröckelt war, blieb nur noch seine Eitelkeit. Nur wenige trauerten, als er in einem Kloster in Tiflis starb. Tamar hingegen wurde immer beliebter, während sie ihr Königreich ausdehnte, denn die Königin behandelte ihre fremden Untertanen mit Würde und nicht als niedrige Tributpflichtige. Wann immer die Turkmenen angriffen, konnten die Bewohner von Schirwan stets auf den Schutz der Königin zählen. Unbarmherzigkeit kann ein mächtiges Werkzeug sein, aber noch mächtiger ist die Kraft, sie beiseite legen zu können.